Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Raab und heute, ganz ohne Charts, geht es mal um das Thema Optionen auf ETFs und zwar speziell auf Rohstoff-ETF. Ihr habt eine spannende Frage bekommen und die beantworte ich euch jetzt hier in diesem Video. Und zwar habe ich die Frage in einer internen WhatsApp-Gruppe bekommen. Also wir machen immer für die Teilnehmer hier unserer Seminare in der Akademie, gibt es immer WhatsApp-Gruppen, wo man sich dann hinterher einfach ein bisschen austauschen kann, wo wir Links reinstellen, wo wir auch nochmal Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen. Und da kam heute eine Frage, und zwar, ob es denn nicht auch ETFs gibt, zum Beispiel auf so Dinge wie Sojabohnen, Sojabohnenmehl oder andere Rohstoffe. Der Hintergrund ist der, wir haben in einem Seminar unter anderem auch ETFs behandelt, wie man Optionen auf ETFs handeln kann und was man da für Besonderheiten beachten muss. Ne? Also, und da kam eben jetzt diese Frage, Mensch, gibt es das denn nicht auch für die Rohstoffe? Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht, ich habe auf dem Jens Raabe Kanal schon mal ein Video gemacht, warum es keine Rohstoff- oder warum ich sage, Finger weg von Rohstoff-ETFs. Der Hintergrund nochmal ganz kurz zusammengefasst, die meisten Rohstoffe, die es an der Börse zu handeln gibt, also eben jetzt sowas wie Getreide, wie von mir aus Fleischmärkte, wie Softmärkte, also Kaffee, Zucker und so weiter, die notieren ja die meiste Zeit in einer sogenannten Contango-Situation. Bedeutet, je länger der Kontrakt eine Restlaufzeit hat, umso teurer sind die. Und es würde für einen ETF bedeuten, dass wenn er immer diese Futures kaufen müsste, dass er permanente Rollverluste produziert. So ähnlich wie er das kennt von den Volatilitäts-ETFs, als zum Beispiel dem VXX, beziehungsweise jetzt dem seit letzter Woche nur noch gebenden VXXB. Und deswegen diese ETFs deutlich schlechter abschneiden würden als das Underlying an sich. Und deswegen macht es keinen Sinn, hier da macht es keinen Sinn, ETFs darauf aufzulegen. Es gab mal vor einigen Jahren und es gibt auch heute noch einige ETFs auf Rohstoffe. Das heißt, wenn ihr in eine Datenbank geht, wie zum Beispiel ETFDB, also ETFdatabase.com und würdet da zum Beispiel eingeben Wheat, dann würdet ihr finden, jawohl, da gibt es tatsächlich einen ETF auf Weizen. Oder ihr gebt ein Cocoa, dann gibt es eben einen ETF auf Kakao. Das Problem dabei ist aber, diese ETFs neben der schon angesprochenen den angesprochenen Rollverlusten ist natürlich, dass die Liquidität hier extrem eng ist. Das heißt also, da von dem ETF selbst werden nur wenige Stück gehandelt. Warum? Weil die großen Marktteilnehmer diese ETFs nicht kaufen. Die großen Marktteilnehmer kaufen die Futures, handeln die Futures, entsprechen die Future-Optionen und deswegen werden dann auch diese ETFs eigentlich kaum nachgefragt. Das bedeutet, die ETFs selbst haben schon relativ große Bid-Ausspannen. Ne? Also es macht kaum Sinn, diese ETFs zu handeln. Und jetzt kommt noch dazu, wenn schon der ETF selbst keine gute Liquidität hat, dann ist auch die Handelbarkeit der Optionen extrem schlecht. Warum? Weil die Market Maker, die ja solche Optionen preisen müssen, können sich schlecht hedgen. Das heißt, die müssen ja permanent als Market Maker Preise stellen. Und das ist ihre Pflicht, ne? Das ist ihre Aufgabe als Market Maker, stelle permanent Preise. Und da müssen sie natürlich auch manchmal Positionen aufnehmen, die nicht so gut für sie sind, was kein Problem ist, solange sie ein Underlying haben, mit dem sie sich hedgen können. Das ist bei Aktien einfach, das ist bei Futures einfach, das ist bei Indizes einfach. Bei Rohstoffen ist das aber schwierig, gerade wenn es Rohstoff-ETFs sind. Ne? Und aus dem Grunde sind die Spreads, die Market Maker stellen, in diesen Optionen extrem groß und du kannst dann auch nicht versuchen, okay, ich stelle mich in die Mitte, sondern du wirst meist nur, wenn du verkaufen willst, zum Bid und wenn du kaufen willst, zum Ask ausgeführt. Und deswegen mein Tipp, vergesst diese Rohstoff-ETFs und vergesst noch mehr die Optionen auf diese Rohstoff-ETFs. Wenn ihr unbedingt Rohstoffe handeln wollt, was ja absolut Sinn macht, gerade jetzt, wo wir ja hoffentlich wieder permanente COT-Daten haben, also die Commitments of Traders-Daten, dann handelt Future-Optionen. Okay? Und wer jetzt sagt,
Mein Konto ist aber zu klein. Ich habe nur 10.000 Euro. Kann ich denn da auch Future-Optionen handeln? Da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst nein, du lässt das Ganze weg. Ich habe in meinem Buch Optionsstrategien für die Praxis auch gesagt, wenn du so wie ich diese Optionen naked handeln willst, dann brauchst du Minimum 25.000. Unter 25.000 macht das keinen Sinn. Außer, und das ist die zweite Variante, du handelst ausschließlich Spreads. Das heißt also, du handelst hier zum Beispiel, wenn du auf steigende Kurse setzen willst, Bull-Put-Spreads, wenn du ein Prämieneinnehmer sein willst, oder wenn du auf fallende Kurse setzen willst, Bear-Call-Spreads. Und wenn du eben entsprechend hier Optionen kaufen willst, dann kauf eben lieber Bull-Call-Spreads statt einem nackten Call, beziehungsweise wenn du einen Put kaufen möchtest, weil du auf fallende Preise setzen möchtest, dann mach viel lieber einen Bear-Put-Spread, als dass du eine nackte Option handelst. Diese Möglichkeiten hast du, also Finger weg von diesen ganzen Rohstoff-ETFs und den Optionen darauf, und entweder du lässt den Markt komplett weg und sagst, hey, es gibt doch so eine große Auswahl an anderen Instrumenten, oder aber du sagst, okay, dann gehe ich zu den Future-Optionen, wenn mein Konto groß genug ist, alles gut, und wenn es kleiner ist, dann musst du auf Spreads unbedingt ausweichen, weil sonst, Rohstoffe können sich sehr, sehr stark bewegen. Rohstoffe haben eine fantastische, bieten fantastische Möglichkeiten, Futures bieten fantastische Möglichkeiten, aber du musst eben damit umgehen können, und das sind zwei Dinge erforderlich. Das Wissen, das findest du hier im Kanal, das findest du bei uns in der Akademie, das findest du in Büchern, und zweitens, du brauchst aber auch die Kontogröße. Dir nützt dieses ganze Wissen nichts, ne? Wenn du danach trotzdem sagst, ich habe ein 5.000-Euro-Konto und handel eine nackte Option auf Erdöl oder auf Weizen. Das bringt einfach nichts, ne? Weil der wird über kurz oder lang dein Konto zerschießen. Das heißt also, mach die Positionsgrößen passend deinem Konto. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe auch noch nicht so viel, dann lass es weg. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du mit Optionen Geld verdienen kannst. Du musst nicht unbedingt auf den Markt zurückgreifen, der noch zu groß für dich ist, sondern such dir immer den Markt raus, der zu dir passt. Oder aber wandel dein Instrument, das heißt die nackte Option, in einen Spread um, und dann kannst du auch das handeln. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Wenn auch ihr Fragen habt zum Optionshandel, zu speziellen Themen, schreibt mir das hier unten in die Termine hin, in die Kommentare hinein. Ich muss jetzt aufhören mit Videos machen für den heutigen Tag. Zu viel heute schon gemacht. Also schreibt mir das hier unten in die Kommentare, und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.